Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich meine Vorfreude mit euch teilen, denn der Countdown läuft. In nicht mal 3 Wochen ist der kleine Q endlich bei mir in der Nähe und ich kann anfangen, jeden Tag irgendwie mit ihm zu arbeiten. Ich kann ihn jeden Tag sehen, ich kann dieses Pferd endlich kennenlernen und ich freue mich einfach so drauf. Das ist so eine spannende Zeit, die da auf uns wartet und ich bin so gespannt, wie das alles wird. Wie er sich entwickelt, wie er sich benehmen wird, wie, ja, was für ein Typ Pferd das einfach ist. In diesem Jahr haben wir 2-mal Q nochmal besucht. Das war einmal Ende Januar, als die liebe Julia auch ihren Lovely auf die Wiese gebracht hat vorübergehend. Das hat der ein oder andere ja vielleicht mitbekommen. Da haben wir natürlich uns nicht nehmen lassen, auch den Q nochmal etwas genauer zu begutachten, auch zusammen mit Julia und Anja. Julia kannte ihn ja noch nicht, Anja kannte ihn ja schon, aber einfach mal, ja, zusammen da nochmal zu stehen und zu schauen, was ist das vielleicht so für ein Typ. Und er hat sich natürlich von seiner besten Seite präsentiert, wie soll es auch anderes sein. Also er war super schmusig wieder, war total aufgeschlossen, auch gegenüber den anderen Leuten. Und ach ja, es macht so einen Spaß einfach, dieses Pferd zu sehen. Und dann waren wir jetzt Ende März, also vor 2 Wochen, glaube ich ja, ne, 1,5 Wochen, waren wir nochmal bei ihm und haben ihn besucht und das war so schön, weil es lag noch Schnee und die Pferde so, ja, im Schnee zu sehen und durch den Schnee stampfen zu sehen und wie sie mit dem Schnee spielen, das war einfach so schön zu sehen. Er sieht echt so gut aus, er hat sich über den Winter nochmal so toll entwickelt, er ist jetzt endlich wieder rund. Ich zeige euch jetzt mal so ein Vergleichsbild und zwar einmal vom Mai letzten Jahres. Und einmal jetzt vom März diesen Jahres, also man sieht wirklich, er ist insgesamt deutlich runder geworden, mal abgesehen vom Plüschfell jetzt. Aber ich finde, er hat sich echt toll entwickelt und auch das macht einfach, ja, finde ich so spannend zu sehen, wo geht die Reise noch weiter hin. Dass sich junge Pferde natürlich innerhalb von einem Jahr viel entwickeln, das weiß ich, das ist mir bewusst und man soll sich ja auch Pferde mit 2 eigentlich gar nicht angucken, aber ich finde das halt eben total spannend. Ich meine, das ist mein erstes richtiges junges Pferd und eben diese Entwicklung zu sehen vom, ja, Monat zu Monat im Prinzip, so was tat sich, was hat sich verändert an dem Pferd und er ist nicht großartig mehr gewachsen, juhu. Also ich glaube, er ist immer noch so bei seinen 1,64, 65, genau messen werde ich ihn dann mal, wenn er im Stall ist, dann haben wir auch einfach mal einen ebenen Untergrund und können das mal genau checken, ob er jetzt großartig viel noch gewachsen ist oder nicht. Ich denke, ich weiß, da wird noch bestimmt einiges kommen nach oben hin, aber ich bin trotzdem schon mal ein bisschen erleichtert, dass er jetzt mit 3 nicht schon irgendwie 1,70 oder so ist, weil dann wüsste ich, der würde in irgendeine Größe wachsen, die ich vielleicht irgendwann nicht mehr handeln kann. Aber aktuell sieht das sehr gut aus. Wir werden uns also auch da überraschen lassen, wo die Reise weiter hingeht. In meinem letzten Video habe ich ja erklärt, was mein Plan ist, beziehungsweise dass ich eigentlich gar keinen Plan habe. Also ich werde jetzt nicht nochmal darauf eingehen, wann werden wir den wirklich reiten, wann werden wir was machen, wird der gelegt oder nicht. Das habe ich alles in meinem letzten Video Anfang Januar erklärt. Ich blende das euch oben nochmal ein und am Schluss blende ich euch jetzt auch nochmal ein im Abspann, dann könnt ihr da auch direkt draufklicken. Ne, das werde ich jetzt nicht nochmal alles erläutern, weil wie gesagt, das habe ich alles schon mal erzählt. Ich bin einfach, wie gesagt, ich habe so eine Vorfreude und ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin emotional so gebannt da momentan und bin so gespannt einfach und ja, die Vorfreude überwiegt im Moment. Manchmal denke ich zwar schon, wache ich morgens auf und denke, oi, 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 was hast du da dir angetan mit so einem Jungen, aber es wird halt super spannend und ich werde euch natürlich mitnehmen auf dem Weg, also das habe ich ja schon auch öfters gesagt, aber ich werde so oft gefragt, ob es auch Ausbildungsvideos geben wird oder dem, also ja, Videos, die unseren Weg begleiten und natürlich werde ich das auch machen, dass ihr einfach immer so ein bisschen aktuellen Stand habt und auch seht, was machen wir, wie schnell machen wir was oder wie langsam machen wir eben was. Ich meine, am Ende gibt immer noch das Pferd das Zeitmuster vor und wenn er halt länger braucht, braucht er halt länger. Aber das werden wir einfach, wie gesagt, alles sehen, wenn er endlich da ist. Ich habe auch geplant, weil auch einige mich schon mal gefragt haben, ob ich schon Sachen gekauft habe und was weiß ich was. Ja, habe ich natürlich und ich habe definitiv mehr Sachen gekauft, als man wahrscheinlich braucht, aber ja, so ist das halt. Es ist halt auch so ein bisschen ein Problem, wenn man 2 Pferde in 2 verschiedenen Stellen hat, die auch ein bisschen weiter weg sind. Also man kann ja sonst
hast du ja so ein paar, so wie Pflegeprodukte oder sowas, das kannst du ja von dem einen Pferd benutzen auch fürs andere, das ist ja kein Problem. Geht aber ja nicht, wenn sie nicht im gleichen Stall stehen. Also dafür brauchte ich dann halt schon zweierlei Sets. Naja, aber deshalb habe ich mir auf jeden Fall überlegt, es wird dann demnächst auch nochmal ein Video geben mit Q's Shopping Haul quasi. Also wo ich euch einmal zeige, was ich für den Kleinen jetzt am Anfang alles so gekauft habe, ob man es braucht oder nicht, wir werden es sehen. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, startet eigentlich so unser Countdown, auch unser Video-Countdown und ihr dürft sehr gespannt sein. Also es ist wirklich nicht mehr lang hin und dann gibt es ganz viele Q-Videos, natürlich auch weiterhin viele Ruby-Videos, weil der steht natürlich nicht hinten dran, sondern der steht genauso weiterhin im Vordergrund auch wie bisher. Aber ich denke, dass es euch vielleicht auch genauso interessiert und ihr spannend findet, was da so in der nächsten Zeit passiert. Ich glaube, ich habe jetzt in diesem Video 10.000 Mal spannend gesagt und Vorfreude. Aber ihr seht einfach, das ist momentan einfach aktuell meine Einstellung und ich bin echt super happy und kann es kaum erwarten. Das war einfach nochmal so eine kleine Ankündigung. Und wir haben natürlich auch bei den letzten Malen noch ein paar Bilder und ganz kleine kurze Videosequenzen gemacht. Das blende ich euch jetzt zum Abspann nochmal ein. Und dann, wie gesagt, ganz zum Schluss kommt nochmal die Verlinkung auf das alte Video, wo ich einfach genau erkläre, was wie unser Plan ist oder eben nicht unser Plan ist. Wünsche euch viel Spaß und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.